Ziel der Abteilung EOS ist, Umwelt so naturnah wie möglich zu reproduzieren, mit der Absicht, Mechanismen der Umweltanpassung aufzuklären, sodass wir in der Lage sind, Prozesse detailliert zu beschreiben. Es sind ehrgeizige Ziele, die Professor Jörg-Peter Schnitzler mit EUS, der experimentellen Umweltsimulation, verfolgt. Er erforscht die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf Nutz- und Energiepflanzen, indem er verschiedene Umweltfaktoren nach Bedarf definiert. Da handelt es sich um Gerste und in dem Fall machen wir einen Ozonversuch und schauen uns die Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Konzentrationen von Ozon an. Das Besondere an der Kamera ist, neben der Vielfalt an Möglichkeiten, die man jetzt am Klima simulieren kann, die Lichtanlage, weil das ist eine einzigartige Anlage, wo man in der Lage ist, Sonnenlicht in seinen Spektralen oder in seiner spektralen Zusammensetzung zu simulieren. Dafür sind wir eigentlich weltweit einzigartig aufgestellt. Ein enormer Aufwand, doch nur so sind exakte Forschungsergebnisse möglich. Das ist jetzt der Analysenraum für die Dosierung und Analyse von Gasen. Von hier aus dosieren wir Gase dazu bzw. analysieren dann die Gase, die wir dann aus den Kammern absaugen. Und hiermit sind wir in der Lage, Ozon, verschiedene andere reaktive Gase und die Luftzusammensetzung, was CO2 und Wasser angeht, einzustellen. Forscher, die hier Studien durchführen lassen wollen, brauchen neben der passenden Fragestellung auch etwas Geduld. Wir haben meistens so Vorlauf von einem Jahr. Das heißt, also der Kammerbetrieb wird sehr lange geplant. Die Leute, die Versuche machen wollen, müssen einen Antrag stellen und der wird dann über ein Gremium dann begutachtet. Und wenn das positiv ist, bekommt man die Kammernutzung. Das ist sozusagen unser Herz, wo wir die Pflanzenmaterial kultivieren. Und in dem Fall handelt es sich hier um den Kulturraum für unsere Bäume. Wir haben hier zum einen mal die Eichen. Das ist jetzt eine Zellkultur von einer Eiche. Das sind kleine Pappeln, die wir jetzt aus einzelnen Zellen regenerieren. Und wir sehen hier halt verschiedene Klone, die wir dann isoliert haben. Und ja, aus jedem dieser Klone entsteht jetzt eine eigene neue Pflanze. Ob Expositionskammer oder Forschungsgewächshaus, Jörg-Peter Schnitzler begleitet die Simulationsexperimente in jeder Phase. Das ist so die Leitwarte. Im Prinzip können die Hälfte der Gewächshauskabinen genau das Gleiche, was eigentlich die großen Kammern auch können. Nur, dass wir halt nicht das Licht manipulieren, sondern wir nehmen das Licht, wie es eigentlich draußen die Sonne anbietet. Wissenschaftler wie Professor Schnitzler helfen, unsere Lebensgrundlagen im Kontext des Klimawandels zu sichern. Ein wichtiger Bestandteil der Strategie des Deutschen Forschungszentrums für Gesundheit und Umwelt.